Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das, was ihr jetzt hier sehen könnt, und da werdet ihr bestimmt lange spekulieren, neuer Pro-Gamer, vielleicht jemand, der irgendwo bei Optik unter Vertrag kommt. Ich muss euch da enttäuschen, auch wenn viele Indizien dafür sprechen. Also jeder Kill ist ein Headshot am Ende, jeder Schuss ist ein Headshot. Er hat überdimensionale Fähigkeiten durch Wände zu sehen. Komischerweise hat er ein paar Bugs, zum Beispiel, wenn er auf Gegner schießt, dann kriegt der Gegner, auf den er schießt, so gut wie gar keinen Schaden. Er zielt im Gulag, weil er so gut ist, automatisch auch auf Zuschauer und Observer im Gulag oben, was ich noch nie gesehen habe. Absolut hilarious. Und das ist ein amerikanischer Streamer, der sich auf Twitter mit ein paar Content-Creatern angelegt hat, die irgendwie rausgefunden haben, was nicht so schwer zu sehen ist, dass er cheatet. Und Jacket, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, hat das auf Twitter irgendwie so ein bisschen verfolgt und ich habe den dann auch ein bisschen verfolgt und habe heute, der streamt auf YouTube mit einem Zuschauer und auf Twitch mit zwei Zuschauern. Heute hatte er 600 Zuschauer, weil die Leute alle in seinen Stream gegangen sind. Er hat, glaube ich, 11 oder 12 neue Accounts machen müssen, heute während des Livestreams, weil er immer wieder mit einem neuen Account nach einer Minute, zwei Minuten, zweieinhalb Minuten gebannt worden ist. Absolut geil und ich wollte diesen absolut Pro-Gamer mit dem Movement eines Königs und mit dem Aim eines Gottes ganz gerne euch mal vorstellen und kurz über Ricochet sprechen. Das ist ja ein super Beispiel für das, was Ricochet und was die Entwickler dahinter, das ist ja ein Team aus mehreren Leuten von Entwicklerstudios, eigentlich uns schon lange sagen. Und zwar, hey, Ricochet funktioniert aktiv und zum Beispiel, dass eben für Cheater Gegner unsichtbar werden, wenn sie einen Bann bekommen haben, bevor sie vom Server fliegen. Oder, wie wir es hier in den Clips teilweise gesehen haben, dass die Gegner, auf die Cheater schießen, so gut wie keinen Schaden bekommen. Das sind alles so Fun-Sachen, die sich die Entwickler von Ricochet ausgedacht haben und mit denen wird ja auch massiv Werbung gemacht und damit wird ja gesagt, guck mal Leute, und dann seht ihr solche Clips immer mal zwischendurch, ist halt einfach absolut genial, sowas live zu sehen. Ich habe den live in seinem Stream gesehen, wie er 11 oder 12 Mal Pause im Stream machen muss. Der Stream lief einfach weiter, während er versucht hat, sich neue Accounts zu machen. Und er hat es innerhalb von 5 Stunden, glaube ich, 12 Mal jetzt geschafft, einen neuen Account zu machen. Jetzt aktuell war er durchgängig gebannt, ist jetzt wieder mit einem neuen Account auf YouTube unterwegs gerade. Ihr habt den Namen ja gesehen und ich entschuldige mich für die Quali davon. Das ist nicht meine Quali, die hier plötzlich schlecht wurde, sondern der junge Mann hat sich auf Twitter darüber lustig gemacht, dass Leute mit schlechten PCs Warzone spielen und streamt in 720p, nicht einmal 60 Bilder pro Sekunde, was der Stream hochlädt, und hat circa 50 bis 70 FPS auf seinem Rechner, spielt mit Controller und hat halt ja, irgendwie die Billigversion von Engine Owning und hat auch kein Buffer, der ihn irgendwie davor schützt, sondern jedes Mal, wenn er online geht, wird er gebannt. Und man könnte sich jetzt freuen, und das habe ich auch, ich fand das sehr unterhaltsam, ich wollte es mit euch teilen, weil sowas witzig ist, dass das Ricochet funktioniert. Aber wenn man auf seinen Twitch und auf seine YouTube-Seite guckt, und heute war ich Detective Schepper vorher, okay? Ich war Detective, während ich arbeiten war. Ich war wichtiger. Ich bin seine VODs und seine YouTube-Videos von seinem neuen YouTube-Account und er hat noch einen alten YouTube-Account, der mittlerweile gesperrt wurde. Da bin ich die Videos und VODs durchgegangen, um zu gucken, seit wann macht er das eigentlich? Und ich kann euch sagen, Leute, dieser junge Mann hackt aktiv, während er streamt, seit über 5 Monaten mittlerweile. Und er wurde jetzt bei Jagged, einer der größten COD-Content-Creator von der Reichweite her, ich sag nicht der beste, aber einer der größten, weil der auf den aufmerksam wurde und bei Twitter, wo Jagged ja von vielen Entwicklern von Activision und Publisher und sonst was gefolgt wird, wo er das öffentlich gemacht hat und der Typ bei Twitch tausende Male innerhalb von wenigen Sekunden gemeldet wurde. Twitch hat jetzt den Account, der ist immer noch da, aber anscheinend kann er jetzt aktuell auf Twitch nicht mehr streamen, weshalb er wohl jetzt nur noch auf YouTube gerade streamt mit 3 Zuschauern aktuell. Einer davon bin ich. Ich gucke mir den stumm an, weil es absolut witzig ist, weil der einfach so schlecht ist. Also wirklich, das ist
es ist unmöglich, so schlecht zu sein, während man ein Auto-Aim und ein Wallhack anhat. Und Leute, ich weiß, ihr sagt, ja, Chronos ist auch ein Problem. Also ein Chronos an dem Controller, wenn ihr am PC spielt, ist schon mal gar nicht möglich. Und nochmal, bis heute hat nicht ein einziger mir einen nennen können, der mit dem Chronos spielt. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger konnte mir einen Namen nennen von irgendeinem bekannten Streamer, der einen Chronos benutzt. Das Einzige, was man aus dieser Szene immer hört, wie auch immer ich sie nennen soll, man sieht das ja. Die Begründung, man sieht das ja, ist natürlich super. Ich muss immer lachen, mir wurde es ja auch schon vorgeworfen. Ich benutze ja auch einen Chronos wegen einem USB-Kabel. Ja, gut, cool. Übrigens kein Strikepack, kein gar nichts. Es ist einfach nur ein Controller mit Paddle zum Springen. Auf jeden Fall, Chronos, ja, mag sein, dass es irgendwo auf der Welt welche gibt, die den nutzen. Aber wie Leute darauf kommen zu sagen, 1 Million sind davon verkauft worden. Mich würde ja mal interessieren, wo die Zahlen herkommen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass 1 Million Spieler auf der Welt sich einen Chronos Max gekauft haben, um mit dem keinen Rückstoß mehr zu haben. Dieser Cheater auf jeden Fall hat wirklich den Vogel abgeschossen. Und da wollte ich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ricochet hat in dem Fall nicht funktioniert, weil es den Cheater entdeckt hat, sondern weil mehrere hundert oder mehrere tausend Meldungen eingegangen sind, um den zu melden. Und die Entwickler von Activision und von Ricochet haben den natürlich live sehen können, weil er über Twitter von Jagged und allen anderen Leuten geteilt worden ist. Der hat 5 Monate so live gespielt, kein neuer Account, sein alter Account, Level was weiß ich was es war, 360 oder so diese Season. Der hat bis vor 2 Tagen ohne Probleme mit seinem Account gespielt, ohne gebannt zu werden, ohne alles. Mit einem der schlechtesten Hacks, die ich je gesehen habe, beziehungsweise mit dem schlechtesten Skill eines Spielers, die ich je gesehen habe. Was für mich bedeutet, wir machen den Übergang, MW2, Warzone 2 steht vor der Tür. Es wurde ja schon angekündigt, dass in MW2 und Warzone 2 Ricochet weltweit, beim letzten Mal war es ja Scam, da kam es ja irgendwie erst in Asien, dann USA, dann Europa, dass es weltweit ab Release von MW2 Ricochet aktiv sein soll. Und wenn dieses Anti-Cheat-System so funktioniert wie hier in den Clips, ja, dann feiere ich das und dann gehen dicke Props hoch. Das Problem ist, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr trefft auf weniger Hacker, das mag gefühlt so sein, das mag vielleicht auch statistisch so sein. Es ist aber Tatsache, dass das Ricochet immer noch nicht richtig funktioniert. Und das sieht man an solchen Leuten, die erst gebannt werden, wenn sie tausende und abertausende Meldungen gleichzeitig bekommen, wo Entwickler live durch Twitter und alles andere aufmerksam drauf werden. Ich persönlich habe, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, in Rebirth mittlerweile auch weniger getroffen. Liegt aber daran, dass ich vor 1,5 Wochen mein VPN geändert habe und mit einem Geofence spiele. Das heißt, ich lokalisiere mich in einem Bereich auf der Welt. Da werde ich euch im separaten Video nochmal erklären. Der No-Lag-VPN funktioniert nicht mehr. Das heißt, No-Lag könnt ihr mittlerweile in die Tonne treten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an der Season 3 liegt. Da ist ja das ganze Matchmaking plötzlich anders geworden im Multiplayer. Oder ob es daran liegt, dass No-Lag da nicht mehr hinterherkommt. Auf jeden Fall kann ich euch bestätigen, ich habe ja jetzt lange Zeit mit No-Lag gespielt und habe vor einem Monat gesagt, es macht schon Sinn, das zu aktivieren. Nur das VPN an sich ist mittlerweile sowieso hinfällig, weil aber Millionen Leute mit VPN spielen. Ob sie bessere Lobbys haben wollen oder, weiß ich nicht, kann tausende verschiedene Gründe haben, ist aber so. Das aber separat, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mit mir gelacht und ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Hacker trefft ihr mittlerweile? Ich persönlich weniger. Der Erfolg ist deswegen aber trotzdem noch nicht da. Lasst ein Like da, ich bin raus.